Hallo, Hanni hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Ihr seht ein paar Änderungen. Einmal fehle ich. Und zum anderen sind es jetzt nur noch 30 statt 60 Frames. Das liegt daran, dass ich so eine halbwegs brauchbare Aufnahme hinkriege. Also, ich habe jedenfalls jetzt keine Fragmente mehr gesehen. Das muss jetzt so lange halten, bis die neue Hardware da ist. Sollte aber ohne kein Problem sein, oder? Nein, ne? Kriegen wir hin. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir es hier mit unserer coolen Festung jetzt hinkriegen. Nachdem ja die Überbevölkerung eingesetzt hat. Ich habe vorher zum Testen, deswegen sind die Idlers jetzt ein bisschen kleiner. Da ich eine kleine Testaufnahme gemacht habe, habe ich schon mal eine Sache abgenommen. Und zwar, ich habe ein paar Leute nochmal dem Squad zugewiesen. Also unter den ganzen neuen Migranten waren 6 Leute, die auch grob mit Waffen umgehen können. Die habe ich hier mit zugewiesen. Und was die Schedule angeht, ich war immer der Ansicht, man konnte das hier einstellen, wenn man jetzt da reingeht. Edit Orders. Das kann man jetzt theoretisch ändern. Aber da ist kein Pause bei. Entweder habe ich das falsch in Erinnerung oder die haben das geändert. Die sollen jetzt durchgängig trainieren, aber nicht mehr mit allen Leuten, sondern ich würde sagen mit 5. Die Hälfte des Squads muss immer trainieren. So, Shift Enter, glaube ich. Oh, ne, warte mal, ich müsste das theoretisch mal umbenennen. Das kann man, glaube ich, umbenennen. Das ist einfach nur. Ich nenne das mal Fünfer Train, weil da 5 Leute trainieren. Und dann kann man nämlich, glaube ich, hier so Edit Orders trainieren 5. Und wenn man jetzt hier drunter geht, Moment, wenn ich jetzt hier reingehe, Edit, stehen hier nämlich noch alle 10. Und da das ja doof ist, werden wir das jetzt einfach mal kopieren und überall einfügen. Dann werden immer nur 5 von unseren aktuell 8 Leuten aus dem Squad trainieren. Und mal gucken, sieht das jetzt richtig aus? Das sieht richtig aus. Wenn die Bock haben, sind es auch mal mehr, aber mindestens 5 müssen im Training sein. Dann haben die anderen 3 immer die Möglichkeit zu essen, sich mal sozial auszutauschen oder irgendeinen anderen Quatsch zu machen, wie ihrer Arbeit nachzugehen, die sie sonst noch haben. Und gut. Jetzt haben wir natürlich letztes Mal auch noch festgestellt, dass wir denen einen Tempel schenken wollen. Ne? Das wird auch noch ein Krampf. Weil das habe ich vergessen nachzugucken. Aber was ich immer noch nachgucken wollte, war diese Streckbank. Streckbank. Da wurde ja aus Stein gebaut. Die wurde auch nicht aus Stein eingebaut. Warum nicht? Es muss doch eine Möglichkeit geben, jetzt diese komische Strickbank zu bauen. Wir machen das anders. Nicht M. Jetzt bin ich hier schon wieder durcheinander. Nein, das war es auch nicht. Ah. UM. UM. So, und zwar New Order. Und jetzt suchen wir mal. Traction Bench. Trepp, 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 trepp. Da haben wir sie. Wir machen das so. Irgendjemand baut die dann. Wir bauen mal 3 Stück. So. Wenn ich nicht finde, welche Werkstatt das ist, dann mache ich es halt so. Und was ich noch machen wollte. Jetzt könnten wir mal gucken, was hier in den Schmieden gerade so los ist. Gar nichts. Das ist nicht schlimm. Wir wollen nämlich. Einmal wollen wir noch. Wir brauchen Spitzhacken. Eisen, weil Eisen haben wir. Mach mal 5. So, was brauchen wir noch? Theoretisch brauchen wir noch die Rüstung, ne? So, Iron Mail Shirt. Wir haben jetzt ja mehr Leute, also brauchen wir auch mehr Mail Shirts. Die werden natürlich dann total sich kaputt arbeiten, ne? Wir haben ein paar Schwertkämpfer. Jetzt will ich gerade überlegen, ob wir Schwertkämpfer nehmen. Es ist wahrscheinlicher, dass die Leute einen mit einem Mace den Schädel einschlagen bei den Untoten oder dass sie ihn mit einem ordentlichen Hieb
Schwert abtrennen. Kurzschwert? Das sind nur Kurzschwerter, ne? Ja, sind ja auch kurz die Zwerge. Deswegen gibt es nur Kurzschwerter. Machen wir auch. Ich gebe dem mal einfach mal. Klotzen mal richtig schon ran. Gönn den alles. High Boots brauchen sie auch noch mal ein paar mehr. Ich weiß immer noch nicht, ob die links und rechts zusammen machen oder einfach immer nur im Wechsel. Deswegen gucken wir, haben wir das. Dann brauchen wir noch eine Leggings. Wir machen auf Reserve. Falls wir irgendwann mal noch mehr... Außerdem haben wir genug Eisen. Wir können auch noch, wenn ich nur Iron eingebe, kann man das auch... Kann ich denen einfach sagen, macht so und so viel. Nee, warte mal. Kohle? Nee. Wenn dann Kohle richtig schreiben, ne? Make Coke from Bismuth Coal. Sonst mal Kohle nochmal machen. Wobei, Kohle haben wir, ne? Können wir nochmal reingucken. Ja, Kohle haben wir. Das ist alles Eisen. Oh, Platinum. Und Kupfer, Silber und Platin. Das müssen wir eigentlich nochmal einschmelzen. Ich möchte Platinstatuen in meinem großen Saal nachher stehen haben. Apropos großen Saal. So, Moment. DD. Wir haben auch ein paar Miner gekriegt, was ich gut finde. Das heißt, ich möchte jetzt einfach mal... Nee, warte mal, müssen wir anders machen. So, dann brauchen wir unten nochmal so unseren Standardraum. Tak, tak. So, mit der Abtrennung. Dann baue ich jetzt hier meinen großen Saal. Ich glaube, in Staffel 2 habe ich das auch schon gemacht, ne? Einen großen Saal gebaut. So, 3, 4. Soll ja nachher halten. Mach mal, also nochmal 1, 2, 3, 4 Platz. Dasselbe auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4 Platz. So, stützen, damit das nicht einfällt. Dann haben wir einen frei zur Treppe. 1, 2, 3, 4. Und dazwischen, okay, etwas mehr. Da ist aber nur einer, ne? Genau. So, es sind sozusagen nachher unsere Säulen, die das ganze Ding halten sollen. Es wird bestimmt total cool. In der Theorie zumindest. So. Huch. Ich sollte schon umstellen auf D, sonst klappt das nicht. Und dann haben wir hier nachher dieselben Größen wie oben auch. Ich mache noch nicht weiter, es wird sonst zu viel. Die haben genug zu tun jetzt erstmal. Wir haben theoretisch ein paar Miner mehr. Voraussichtlich die Spitzhacken werden irgendwann fertig. Das größte Problem ist, wie gesagt, immer noch die Nahrung. Die haben Fleisch mitgebracht. Jetzt können wir auch wieder Fine Meal machen. Ich muss aber trotzdem noch mal in die Küche gehen. Und zwar, Seeds soll nicht gekocht werden. Und die Drinks sollen auch nicht. Es soll nichts verkocht werden. Was wie ein Alkohol. Die haben ein bisschen Alkoholdrinks mitgebracht anscheinend. Das ist in Ordnung. Ja, den Rest könnt ihr alles ruhig. Guck mal, haben wir doch genug. Das könnt ihr alles noch verkochen. Das ganze Fleisch. Aber trinken ist halt doof. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, möchten Zwerge pro Saison, also pro Jahreszeit, 7 Nahrung und 7 Trinken haben. Achso, du machst noch Fett fertig. Dann mach du mal noch Fett fertig. Wir können jetzt hier unten theoretisch. BW. Machen wir jetzt noch die neue Küche sozusagen. Die kommt auch nach hier unten. Halt nachher schön direkt. Nicht richtig? Ja. Direkt neben der neuen Speisekammer kommt die Küche hin. Brauchen wir nämlich auch noch mal.
Ach, machen wir über einen kompletten Raum, oder? Oder erstmal nur über die Hälfte. So, für Food. Und damit die nicht alle durchs Essen laufen. So. Dann können wir das hier unten hinsetzen. So, jetzt müssen die erstmal loslegen. Jetzt haben wir 10 Minuten lang gequatscht und noch nichts passiert. Es war wohl auch kein Gegner in der Nähe, ne? Nein. Wenn dieses Merchant Cage da steht, denke ich immer, wir haben die Händler versehentlich eingefangen. Was ist denn das jetzt alles? Immer noch der Elf? Ich dachte, der Elf ist abgehauen. Ach, die sind noch auf der Karte. Die gehen wahrscheinlich gerade noch. So, jetzt holen die Holz ran. Wir müssen uns noch um unsere Schlafgemächer kümmern. Und ich will jetzt wissen, ob unsere Leute jetzt auch am Kämpfen sind. Sehe ich hier nicht. Sind die gerade alle in der Pause? Das dürfen die aber gar nicht. Habe ich was vergessen? M, A. Die hatten doch schon mal trainiert. Warum trainieren die jetzt nicht? Trainieren die nur, wenn sie langweilig sind? Oder wenn ihnen langweilig ist? Du bist da. Und du trägst gerade eine Kiste. Ach, die ist leer. Also erstmal eine Rüstungskiste weggetragen, weil leer. Das heißt ja, irgendjemand wird die ja wohl anhaben. Ach, ich kann keine Traction Bench herstellen, weil Tische fehlen. Ah. Da fehlen danach bestimmt auch Ketten oder so, da muss da dran gebunden werden, um sie lang zu ziehen. Oh, da sind jetzt wieder zwei drin. Welche zwei sind denn das? Ist da wenigstens einer der neuen bei? Ja, das sieht so aus. Ja, der ist nur vorbeigelaufen. Der soll trainieren. Ich mache da bestimmt irgendwas immer noch falsch. Zwei, drei, drei. Okay, das heißt, die erste Spitzhacke ist fertig. Oder die haben schon eine mitgebracht. Jetzt hoffe ich nur, dass die Anzahl an Stützen hält, dass das Ding nachher nicht einfällt. Das wäre auch total doof. Wenn nachher das alles einbricht, dann stürzt mich die obere Etage mit runter und dann stehen wir da. Fällt unsere gesamte Steinproduktion und die Baracke in den Keller. So, Betten haben wir genug. Ich hatte doch auch Tische in Auftrag gegeben, oder? Ich hatte auch Tische in Auftrag gegeben, ja. Aber jetzt hätte ich noch weiter gucken können. Haben sie mit der Traction Bench jetzt angefangen? Nö. Aber die Spitzhacken sind schon ein paar fertig. Ach, ihr macht das schon. Ich bin da ganz optimistisch. Heißt es nur durchhalten mit dem Essen, ne? Es wird immerhin noch verarbeitet, ja. Jetzt nicht mehr, ne? Nein. Ist unten fertig? Jo. Dann mach mal einfaches Essen auf Repeat. Die Alkoholiker sind ja verboten. Ne, noch lasse ich euch da oben. Noch könnt ihr da oben essen. Ich könnte das Essen auch hier unten erstmal einquartieren, bis meine riesige Halle fertig ist. Machen wir auch. Hier unten kommt jetzt die neue Futterstelle hin. Wir haben nur zwei Tische. Super. Ist ja nicht viel. Aber nur zwei Stühle. Das reicht noch nicht. Ah. Doch, OM. UM ist richtig. So, Table, Zone. Wir haben noch gebaut, haben noch nicht viel. Ist alles gut. Das wird schon. Ja, ich weiß, du kannst nicht, weil dir die Tische fehlen. Ich habe die ja auch gerade beauftragt, da unten jetzt hinzustellen. Ne? Es kann ja so nichts werden. Es sind fünf Leute jetzt beim Training. Oh ja, sechs Leute in der Baracke. Es wird tatsächlich trainiert. Ich bin zufrieden, es wird trainiert. Unten in der Küche passiert gar nichts. Der eine Typ ist überfordert, diesen einen Stuhl dahin zu tragen. Doch in der Küche passiert was. Super. So, das Gröbste wieder überstanden, würde ich sagen. Die Leute haben nicht alle was zu tun. 15, 13, 10.
Wir müssen denen mehr Arbeiten geben. Was für Arbeiten geben wir denen denn? Das ist eine sehr gute Frage. Was machen wir denn mit denen? 17, 20, Alter. Mehr Bäume fällen ist, halte ich für ungünstig. Wir könnten mehr Eisen schmelzen, dann kriegen wir wenigstens auch mal ein oder zwei Leute beschäftigt. Dann brauchen wir aber viel mehr Platz für Eisen. Ist aber nicht schlimm. Wo habe ich jetzt? Also, manchmal übersehe ich einfach immer noch dieses X. So. Ich mache hier jetzt auch, da kommt jetzt auch Eisen hin. Huch. So, Steine. Ne, warte mal, es ist jetzt ja nicht Steine, da müssen ja Blocks sein. Also disabled. Enabled. Dann nehmen wir nur die Metallteile. So. Dann haben wir das. Genau, und Limonit ist eh in Dauerschleife. Jetzt bin ich gerade überlegen, wenn ich jetzt einfach einen Task mache und sage, was war denn unser Native Platin Ore? Ich müsste mal gucken, wie viel wir davon haben, damit wir das sozusagen dann. Ich möchte Platin-Sachen haben. Das schauen wir uns aber dann beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.